Liebe Schwester im Islam, ich wollte euch vor einer Sache warnen, die heutzutage sehr viele Ehen zerstört und sehr viele Menschen krank macht. Und wodurch heute leider sehr viele Leute wirklich krank geworden sind, beziehungsunfähig geworden sind und teilweise sogar zu abscheulichen sexuellen Handlungen neigen. Und das sind Pornofilme. Es ist leider traurig, dass es sehr viele Muslime gibt, die sich regelmäßig Pornofilme anschauen. Und selbst wenn man sich einmal angucken würde, wäre das schon abscheulich genug. Islamisch gesehen ist es ganz eindeutig haram. Es ist haram für einen Mann, sich das Geschlechtsteil von einem Mann anzugucken. Ja? Selbst wenn dies einfach so passiert beim Duschen oder was auch immer. Ja. Es ist für einen Mann auch haram, das Geschlechtsteil. Hier ist natürlich die Ausnahme beispielsweise ein Urologe oder Notwendigkeiten, das wäre eine andere Sache. Aber es ist für einen Mann noch nicht mehr erlaubt, das Geschlechtsteil von einem Mann anzugucken. Und für eine Frau ist es nicht erlaubt, das Geschlechtsteil von einer anderen Frau anzugucken. Geschweige denn, außer natürlich, wie gesagt, Frauenärztin etc., das heißt Notwendigkeiten oder auch Frauenarzt, das wäre eine andere Sache. Hebamme etc. Aber ohne Notwendigkeit sind dies Dinge, die verboten sind. Wie ist es dann erst, Männer und Frauen oder Männer und Frauen zusammen zu sehen, wie sie sich sexuell stimulieren? Wie ist das erst? Das ist eine Sache, die ganz klar und deutlich verboten ist. Und das ist eine Sache, die ganz klar ein Gift für das Herz ist. Und Allah sagt im Koran, يَوْمَ لَيَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ein Tag, an dem weder Vermögen noch Kinder nützen, außer wer zu Allah kommt mit einem unversehrten Herz. Und glaub mir eins, und wir reden aus Erfahrung, wir sehen, es gibt so viele Leute, die durch Pornofilme und die durch sexuelle Exzesse krank geworden sind. Ich kenne Freunde von mir von früher, die durch sexuelle Exzesse heutzutage auf Transvestiten stehen. Es gibt Leute, die durch solche Dinge krank werden, auf kleine Kinder stehen, verrückt werden. Ja? Und das ist etwas, was euch schadet. Warum schaut man sich das an? Ja, warum? Bei einigen Jugendlichen geht es darum, dass sie denken, ja, sie müssen sich diese Filme angucken, um zu lernen, wie sie es mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann machen müssen. Brüder und Schwestern, glaubt mir eins. Erstens, diese Sache, das gemeinsame Vergnügen auch in einer Ehe, dass man verheiratet ist, ist etwas, was auch ein natürlicher Instinkt ist. Und was etwas mit Vertrauen unter den Partnern zu tun hat. Ja. Und man kann eher, indem man sich künstlich verstellt und irgendetwas nachimitieren will, da kann man eher Schaden mit anrichten. Deswegen gebt euch so, wie ihr seid. Wenn eine Frau beispielsweise Jungfrau ist, die soll nicht denken, sie müsste sich vorher einen Film angucken, damit sie es dann in der Hochzeitsnacht wüsste, wie sie mit dem Mann schlafen muss. Ja. Das ist völliger Quatsch. Der Mann, der dich liebt und der Mann, der dich heiraten will, der wird das gerade schön finden, ja, wenn du natürlich so bist, wie du bist. Genauso ist es bei den Männern. Insbesondere werden da oft Bilder gezeigt, die nichts mit der realen Situation von Liebe zu tun haben. Die teilweise gewalttätig sind. Ja, die teilweise für sowieso schon gestörte Leute sind. Deswegen, ihr habt von diesen Filmen keinen Nutzen außer Leid. Und später in der Beziehung, ja, wenn du eine Frau hast, die es genauso macht wie die Frauen im Pornofilm,
Ja? Dann wirst du denken, oh, wie viel hat die denn vorher schon gehabt? Du hast immer, immer dieses Gefühl, diese Eifersucht. Und wenn sie das vielleicht nicht so ist wie im Pornofilm, dann wirst du dir sagen, oh ja, ich hätte das gerne so wie im Film. Das heißt, du wirst deine Partnerin dann mit irgendeiner Frau, ja, die gezeigt wird aus einem ganz anderen Blickwinkel, mit einer ganz anderen Kameraeinstellung, die teilweise schauspielerische Leistungen da vollzieht, wo die Kamera genau einstellt, wirst du vergleichen, genauso der Mann. Ja? Du wirst vielleicht deinen Mann vergleichen, denkst dann, ja, der Mann, der ist, ja, ich habe im Pornofilm jemanden gesehen, oh, der sah aber besser aus. Du wirst damit nur deine Beziehung wirst du damit riskieren. Wirst du mit deiner Beziehung riskieren. Es geht hier nicht um sozusagen sexuelle Leistungsfähigkeit. Diese Krankheit hat man sich hier im Westen angewohnt. In einer Beziehung, insbesondere in einer islamischen Ehe. Da geht es um Vertrauen. Da geht es um gegenseitigen Schutz. Ja, das heißt nicht, dass man da, wenn man miteinander schläft, dass man nicht Sachen ausprobieren kann. Ja, aber das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Allah sagt im Koran, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Und ich muss über dieses Thema so reden. Und ja, im Islam, man kann auch verschiedene Stellungen ausprobieren. Im Koran steht, die Frauen sollen Acker, geht zu eurem Acker, wie ihr wollt. Das heißt nicht, dass die Frau, ja, Acker ist im Sinne von, ach ja, kann ich, die sollen Mund halten, die liegt da wie ein Acker. Nein, damit ist gemeint, der ist herabgesandt worden, weil es Juden gab, die gesagt haben, man dürfte mit seiner Frau nicht schlafen von hinten. Das ist falsch, man darf von hinten schlafen, solange der Geschlechtsverkehr vaginal praktiziert wird. Das ist erlaubt. Und die meisten Gelehrten erlauben sogar Oralverkehr unter bestimmten Voraussetzungen. Was verboten ist, ist Analverkehr und Geschlechtsverkehr, vaginaler Verkehr, wenn die Frau ihre Tage hat. Aber insgesamt Zärtlichkeiten. Oder es gibt auch einige Muslime, die erzählen, die Frau dürfte nicht über dem Mann liegen. Das ist völliger Blödsinn. Das hat mir mal echt einer erzählt. Ja, nee, die Frau, ganz überzeugt, einer, der absolut keine Ahnung hat, der nicht betet, erzählt mir, nein, die Frau, die muss unten liegen, weil die Frau ja dem Mann untergeordnet ist. Wo hast du diesen Schwachsinn her? Wo hast du diesen Blödsinn her? Die Frau darf nicht über dem Mann sein. Was ist das für ein Quatsch? Und ich rede hier, Leute, auf eine Art und Weise, das ist kein Thema, was ein Tabu ist. Ja, es kommt nur darauf an, auf welche Art und Weise man über dieses Thema redet. Das heißt, man darf nicht über dieses Thema vulgär reden oder obszön reden oder sich darüber lächerlich machen, sondern wir reden auf eine ganz sachliche Weise. Das ist etwas, was Jugendliche interessiert, ja, was Leute auch interessiert, die neu in die Ehe gehen. Manche erzählt man, du darfst nur unter der Decke, nur unter der Decke. Du musst das Licht dabei ausmachen, damit du die Frau nicht nackt siehst. Wo steht das? Man macht sich die Beziehung, macht man sich schwer. Auf der anderen Seite muss man natürlich, wenn jetzt vielleicht die Frau oder der Mann keine sexuelle Erfahrung hat, muss man jetzt auch nicht jemanden unter Druck setzen oder was auch immer. Leute, wir sind nicht in einem Pornofilm. Wir sind in einer Beziehung. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sie sind euch eingewandt und ihr seid ihnen eingewandt. Aber das Problem ist in Deutschland, ja, oder im Westen allgemein, und das ist auch eine Krankheit in dieser Gesellschaft, die Ehen gehen auseinander, weil die Menschen seit der Oswald-Kolle-Revolution, ja, sozusagen, unter Druck gesetzt werden. Das ist sogar etwas, was Wissenschaftler, Soziologen festgestellt haben. Dadurch, dass Filme gezeigt wurden, ja, und Geschichten erzählt wurden, die immer zu 90% gelogen sind, ja, ja, dadurch ist es so weit gekommen, dass die Menschen, ja, immer denken, an ihrem Partner stimmt irgendwas nicht. Und deswegen ist es auch im Islam nicht erlaubt. Nicht erlaubt im Islam zu erzählen, was man mit seiner Frau gemacht hat. Es ist im Islam nicht erlaubt, was man mit seiner Frau gemacht hat. Und es ist für eine Frau in keinster Weise erlaubt, was sie mit ihrem Mann gemacht hat. Boah, ich habe gestern mit dem so und so und hin und her. Das ist Haram, ist das. Ja, oder der ist so und so und so. Und er macht dies und das und das. Und ich sage euch, die Leute, die immer erzählen und die prahlen, glaubt es mir, 90% davon ist erstunken und gelogen.
Und die Männer sind immer im Labern alle die Weltmeister. Höher, länger, breiter, weiter, dieses, jenes, besser, öfter und so weiter und so fort. Alles Quatsch mit Soße. Und ich weiß das aus Erfahrung. Aus meiner Jahiliyyah-Zeit. Ich kenne es. Nicht von mir persönlich, sondern von Freunden, mit denen ich beispielsweise in Urlaub fahre und die danach die übelsten Geschichten erzählen, was sie dort alles fabriziert hätten, was sie alles gemacht hätten. Und ich weiß ganz genau, dass die den ganzen Urlaub lang nichts gemacht haben, sondern nur faul rumgesessen haben und gar noch nicht mal eine Frau gesehen haben, sozusagen. Ich weiß das, ich kenne das. Es wird immer viel erzählt, wenn der Tag lang ist. Es ist erstens Haram, irgendetwas zu erzählen, und insbesondere, wenn man Zina begeht. Leute begehen Unzucht und erzählen stolz Leuten, was sie gemacht haben. Du begehst ein Verbrechen. Bei Allah, würdest du in einem islamischen Land sein, in einem islamischen System sein, dann würdest du ausgepeitscht werden. Und du gehst hin und erzählst hier, was du gemacht hast. Zu mir kam einmal ein Bruder mit einem Knutschfleck hier und einem Knutschfleck dort. Unverheiratet. Und erzählt mir, ja, ich hatte eine russische Frau und habe dieses und jenes und dieses und jenes. Dann habe ich sie unser Bruder. Erzähl mir sowas nicht. Dann sagt er zu mir, ach so, du darfst sowas nicht hören. Ich habe gesagt, stimmt, ich darf das nicht hören. Und das ist es auch. Hört bei solchen Sachen nicht zu. Die Leute labern euch nur, erzählen euch sowieso nur Quatsch. Erzähl euch sowieso noch Quatsch. Wichtig ist, dass du dich mit deiner Frau verstehst. Und deswegen musst du mit deiner Frau kommunizieren. Man muss über alles reden können. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sie sind euch eingewandt und ihr seid ihnen eingewandt. Und nicht sie ist für dich ein Versuchskaninchen und du bist für sie ein Versuchskaninchen. Oder was weiß ich. Ja? Ich habe zu ihm gesagt, ja, ich soll sowas nicht hören, aber noch wichtiger ist das für dich. Noch wichtiger ist das für dich. Denn der Prophet a.s. sagt, Kullu ummati mu'fa illa al-mudahirin. Wa inna min al-mudaharati al-ya'amala rajulu amalin. Bil-layli. Thumma yabitu fayusbihu fayakulu ya fulan. Inni amiltu al-bari hatta kada wa kada. Au kama kala Nabi a.s. Das heißt, Allah wird allen vergeben, außer die Sünden veröffentlichen. Und zu der Veröffentlichung gehört, ja, dass eine Person in der Nacht eine Sünde macht und dann schläft. Und Allah verdeckt seine Sünde. Und am nächsten Tag steht er auf und sagt, ja, Fulan, oh Person, inni amiltu al-bari hatta kada wa kada. Ich habe gestern dieses und jenes gemacht. Das ist das, was nicht vergeben wird. Weil, warum soll Allah dir vergeben, wenn du stolz bist auf deine Sünde? Du sagst, oh Allah, vergib mir, oh Allah, dass ich das gemacht habe, ich bereue das so, das war so schlecht, dass ich das gemacht habe, Astaghfirullah. Und dann sagst du, ey, weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ist keine Reue. Reue ist, dass du das bedauerst, was du gemacht hast. Und nicht, dass du irgendwie deinen Freunden auch noch was erzählst. Das heißt, die Sünde ist schlimm genug. Aber dass du dann damit um den Block gehst und rumerzählst, was du für ein toller Typ bist, obwohl du ein Verbrechen begangen hast. Obwohl du etwas getan hast, was Allah nicht liebt, was bei Allah zu den größten Sünden gehört. Subhanallah, das ist gefährlich. Und natürlich, diese ganzen Filme, die werden dich sowieso dahin bringen. Glaub es mir. Wer sich diese Filme die ganze Zeit reinzieht, der wird keine glückliche Ehe mehr führen können. In 99,9% der Fälle, das sind Jüdische. Lasst euch nicht verführen. Schaut davon weg. Schaut euch das nicht an. Geht da nicht drauf ein. Denkt nicht, ihr bräuchtet diese Filme. Es ist völliger Schwachsinn. Völliger Blödsinn ist es. Völliger Blödsinn. Wie gesagt, das sind einige Worte, die ich zu diesem Thema als Ratschlag für uns alle loswerden wollte. Und möge Allah uns helfen,
von solchen Dingern Abstand zu nehmen. Und möge er die Umma reinigen von solchen Sünden. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.